Aber ohne Scheiß, wenn man das 6, 7, 8 Mal am Tag hört. Despacito. Despacito. Dann kann man es irgendwann einfach nicht mehr hören und man hat die Schnauze voll. Zu schnell unterwegs, das ist nicht gut. Nicht gut, dann ziehe ich den Hut. Tada! hätte ich einen Hut auf, dann Hut ab. Ja, Leute, Eumediac hier am Start. Was geht ab bei euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's sehr gut. Es ist traumhaft schönes Wetter. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen auf der Landstraße unterwegs. Es ist komplett leer. Ich bin hier irgendwo, so Richtung Osten, beziehungsweise ich bin jetzt gerade wieder auf dem Weg zurück nach Hamburg. Und das Komische ist, mir ist bis jetzt kein Biker entgegengekommen, kein einziger. Und ich bin schon irgendwie 2, 2,5 Stunden unterwegs und das Wetter ist perfekt zum Motorradfahren. Es ist knochentrocken, es ist weder zu heiß noch zu kalt, es sind irgendwie 22, 23 Grad. Es ist wirklich ohne Scheiß perfektes Wetter, um Motorrad zu fahren. Und vorhin habe ich einen Biker doch gesehen, stimmt. Ein Biker, der stand in der Seitenstraße drin, als ich gerade über eine Kreuzung gefahren bin. Aber ansonsten kein einziger. Es ist echt komisch. Aber das wollte ich eigentlich euch gar nicht erzählen. Leute, ey, wer kennt dieses Lied nicht? Despacito! Despacito! Ich glaube, das ist auch nur das einzige Wort, was man da mitsingen kann. Den Rest von dem Text, den kennt man irgendwie nicht. Und ich fahre viel Auto zur Arbeit, da höre ich immer Radio. Ich fahre teilweise, warum fährt ihr jetzt nur 30? Ich fahre teilweise über eine Stunde zur Arbeit und höre Despacito bestimmt 3, 4 Mal, wenn ich zur Arbeit fahre. Und das ist echt sowas von nervig. Ich weiß auch nicht, was die Leute da reitet, dieses Lied so oft zu spielen. Ich meine, es gibt so viele tolle Lieder. Klar, es ist der Sommerhit 2017. Das ist Fakt, ne? Das schon. Aber man muss es doch nicht tot spielen, ey, ganz ehrlich. Ich weiß ja nicht, wie es im Radio abläuft, ne? Ob man da jetzt irgendwie eine gewisse Quote erfüllen muss, wie oft man Hits oder Sommerhits spielen muss. Ob man jetzt sagen muss, man soll dieses Lied 6 Mal am Tag spielen oder so, keine Ahnung. Aber ich habe 12 Sender bei mir im Radio einprogrammiert und ich habe das Gefühl, es läuft wirklich alle 10 Minuten dieses Lied. Ne? Und am Anfang fand ich das ganz cool. Ne? War super zum Mitsingen und war ganz cool vom Text her und super Sommer, gute Laune und sowas, ne? Super Party-Hit. Aber ohne Scheiß, wenn man das 6, 7, 8 Mal am Tag hört. Despacito! Despacito! Dann kann man es irgendwann einfach nicht mehr hören und man hat die Schnauze voll. Das ist genauso wie mit Ed Sheeran. Also Ed Sheeran ist ein absolut begnadeter Musiker. Der macht so geile Musik. Der hat seine Erfüllung gefunden. Also das ist echt Wahnsinn, was der an Musik raushaut, wie erfolgreich dieser Mensch ist. Das ist einfach nur Wahnsinn. Aber er wird auch totgespielt. So, und ich habe mir das Album von Ed Sheeran gekauft, beziehungsweise ich habe alle Alben von ihm und ich brauche diese Alben gar nicht mehr hören, weil es wird im Radio andauernd gespielt.
So, klar, nicht jedes Lied. Also da gibt es auch genug Lieder auf dem Album, wo ich dann sage, okay, die möchte ich gerne mal hören. Aber wenn ich das andauernd irgendwie im Radio höre, diesen Ed Sheeran, dann habe ich gar keinen Bock mehr, irgendwie das Album dann zu hören. So, also ich schalte es auch jetzt schon weg, weil ich weiß, ich habe diese Musik auf CD, ne? Und ich kann es immer hören, wenn ich möchte. Deswegen schalte ich Ed Sheeran weg, obwohl der eigentlich ein absolut super Musiker ist. Na, also ich verstehe es auch nicht, warum man das immer machen muss. Es gibt jedes Jahr so eine super Sommerhits, genauso dieses Last Ketchup. Total bescheuert. Also ein total banal, also ich weiß nicht, ob man sowas Text nennen kann. Das ist doch kein Text. Das ist eine Krankheit. Und diesen Sommerhit haben sie tot gespielt, ey. Den haben sie so oft gespielt. Das ist Wahnsinn. So, und das machen sie mit Despacito jetzt auch. Despacito ist zwar jetzt nicht so geistig behindert wie. Aber naja. Ja. Aber gut, der Mann verdient massig Kohle. Alter, mein Kopf juckt und ich habe den Helm auf, Alter. Was soll ich tun? Oh mein Gott! Oh, Scheiße, mir juckt es genau auf dem Schädel, ey. Naja, muss ich jetzt irgendwie durch. Ja, also der Mann verdient massig Kohle ohne Ende. Allein die YouTube-Klicks, die Videos, wie oft die angeklickt werden, oder dieses Video, auf das angeklickt wird, millionenfach, Alter. Und wenn man mal bedenkt, man kriegt, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, pro 1000 Klicks bekommt man 1,50 Euro bis 2,50 Euro. Aber nagelt mich darauf jetzt nicht fest. Und jetzt zieht euch das mal rein. Der Typ hat Millionen von Klicks. Mal 1,50 Euro. Alter. Wahnsinn. Wahnsinn, Leute. Wahnsinn. So, und oder diese Bibi. Bibi, Mann. Bibi. Alter, nicht Bibi Blocksberg, sondern diese behinderte Musik-Bibi. Die hat mehr Dislikes als Likes. Und die hat immer Millionen von Klicks. Das heißt, die macht damit Kohle, Alter. Der ist doch scheißegal, ob sie Dislikes hat oder nicht. Ey, wäre mir persönlich auch scheißegal, wenn ich auf das Geld aus wäre. Ey, Tagiger, von mir aus kannst du 0 Likes haben und 3 Millionen Dislikes. Dann weiß ich aber, dieses Video wurde 3 Millionen Mal angeguckt und mal 1,50 Euro. Wahnsinn, Leute, Wahnsinn. Also es ist einfach krank. Genauso die Fußballwelt. Alter, da werden Spieler gekauft für 222 Millionen Euro. Glaube ich, dass es zumindest die Summe war. Wie viele Menschen könnte man mit 222 Millionen Euro ernähren? Man könnte, keine Ahnung, man könnte die ganze Weltbevölkerung füttern, ey. Das ist für einen Fußballspieler, Alter, der 90 Minuten auf dem Platz steht und einen Fußball in der Gegend rumtritt. Dann geht er noch ab und zu mal zum Training und dann war es das. Alter, und die Leute verdienen Millionen im Jahr. Es ist einfach nicht mehr normal. Es ist so krank, was in dieser Welt abgeht. Es ist einfach nur pervers, ey, für was Geld ausgegeben wird und in welchen Massen Geld ausgegeben wird. Wahnsinn. Geld regiert die Welt. Das ist leider so. Ja? Also ich meine, ohne Geld könnte ich jetzt auch nicht leben. Natürlich ist die Natur schön und ist total toll. Aber alleine in den Wäldern zu leben, beziehungsweise irgendwie auf einer einsamen Insel zu wohnen oder sowas, das wäre auf gar keinen Fall auch was für mich. Da brauche ich dann schon irgendwie mein Luxus, mein Internet, mein Handy und so. Und außerdem könnte ich euch dann ja gar nicht irgendwie unterhalten und ich könnte für euch auch gar keine Videos machen. Das wird ja gar nicht gehen. Ein Motorradfahrer, wie geil, ein Biker, wie schön ist das denn? Und der grüßt sogar. Super, und noch ein zweiter. Was ist denn hier los? Ne? Sauber. Naja, also Leute, das liebe Geld ist natürlich das, was den Leuten am wichtigsten ist. Natürlich nicht allen, aber ziemlich vielen.
Aber Geld ist nicht alles. Jetzt springe ich wieder von einem Thema zum anderen. Und bevor das Video jetzt noch zu lang wird, ihr euch langweilt. Oben da vorne ist ein Blitzer, der ist natürlich richtig gut getarnt. Scheiße. Werde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Und wenn ihr die Neuigkeiten von mir hören wollt, klickt auf den Facebook bzw. auf den Instagram-Link. Die findet ihr im YouTube-Banner bzw. in der Infobox. Und dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, lasst doch bitte ein Like da, lasst einen Kommentar, würde mich natürlich richtig freuen. Und dann sage ich erstmal Ciao, Leute. Peace, ich bin raus und reingehauen.